Ich bin Henry Evans und ich habe mein Leben damit verbracht, meiner Familie das Beste zu bieten. Aber irgendwann muss man erkennen, dass es Zeit ist, Abschied zu nehmen. Deshalb habe ich beschlossen, mein Testament zu verfassen. Ich will sicherstellen, dass nach meinem Tod alles geregelt ist. Jeder bekommt seinen Teil, aber vielleicht wird nicht jeder damit glücklich sein. Bevor wir mit dem Video loslegen, ein ganz, ganz großes Dankeschön an EA für den Early Access Zugang zum neuen Dieses hier Leben und Tod Erweiterungspack. Und eine ganz, ganz kurze Information an euch, dass dieses Video nur eines meiner kompletten Videoreihe zum Pack ist, in der ich mir jeweils die unterschiedlichen Key Features anschaue. Also schaut später auch gerne bei den anderen Videos vorbei und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Jetzt aber zurück zu unserer Geschichte. Hier haben wir ihn, den guten alten Henry Evans, der tatsächlich kurz vor seinem Tod steht. Sein Leben war lang. Er lebt zusammen mit seiner Ehefrau Margaret in diesem riesengroßen Haus. Und eben weil Henry so alt ist und sein Tod bevorsteht, sind sowohl sein erwachsener Sohn Daniel als auch seine ebenfalls erwachsene Tochter Sarah zumindest vorübergehend zurück in das große Anwesen gezogen. Unter anderem eben, um ihre Mutter Margaret nach dem Tod von Henry ein bisschen zu begleiten. Und Sarahs Tochter Emily ist dabei natürlich auch mitgekommen, einfach weil sie ihren Großvater über alles liebt. Wie ihr aber im Intro ja schon gehört habt, muss Henry vor seinem Tod unbedingt noch alles absichern. Deswegen reisen wir mal Richtung Krähenhort, denn hier hinten am Marktplatz vorbei gibt es dieses wunderbare Gebäude, also das Rathaus, wo man halt eben zum Beispiel ein Testament aufsetzen kann. Es gibt auch noch ein paar andere Möglichkeiten, zum Beispiel ist hier jeden Samstag das sogenannte Ravenwood-Familientreffen, wo hier dann immer jemand aus dem Rathaus sitzt. Oder in diesem Video hier habe ich auch noch eine andere Art und Weise gefunden, wie man an so ein Testament kommen kann. Henry hat aber nun im Rathaus ein Testament erstellt, das sich nun in seinem Inventar befindet und das Ganze können wir nun halt anpassen. Noch steht da ja gar nichts drin, also lesen macht zu diesem Zeitpunkt noch keinen Sinn. Aber wir können es erneuern und uns als erstes vielleicht mal um das Thema sterbliche Überreste kümmern. Also wollen wir mal schauen. Und hier können wir eben wählen, welchen Grabstein Henry möchte. Ich finde den hier, glaube ich, ganz passend. Massiv, mit einem Baum drauf, wie für das Oberhaupt der Familie eben. Und außerdem können wir auch noch die Beerdigungsriten bestimmen. Also eben, was Henry auf seiner Beerdigung gerne möchte. Er möchte bestimmt, dass jemand eine Trauerrede hält. Natürlich auch, dass um ihn getrauert wird. Ein Moment der Stille wäre doch schön. Eine Kerze soll angezündet werden. Und wie es hier schon steht, Essen schafft Gemeinschaft und erleichtert den Trauerprozess. Dann kommt tatsächlich der interessanteste Teil, und zwar, was soll mit den Simoleons passieren? Der Großteil soll mit Sicherheit an die Familie gehen, aber auf dem Konto ist tatsächlich gar nicht mal so viel. Also das meiste steckt tatsächlich in dem Anwesen, was ihm gehört. Und deswegen hat er sich überlegt, dass von der Haushaltskasse eben vielleicht sogar ganze 40% an wohltätige Zwecke gehen. Zudem können wir noch eine persönliche Nachricht hinterlassen, sogar mit einer Emotion. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich eine angespannte Nachricht, einfach weil Henry weiß, dass einige Familienmitglieder vielleicht nicht so happy darüber sind, dass 40% an wohltätige Zwecke gehen. Aber wir schreiben natürlich nochmal rein. Denkt dran, es gibt immerhin noch 60%, über die ihr euch streiten könnt. Einfach ein guter Mensch, dieser Henry. Das ist aber noch nicht alles zum Thema Testament, denn es gibt auch noch das Thema Erbstücke. Und zum Beispiel dieses Bild hier. Das ist doch vermutlich unfassbar wichtig für den Henry, weil das wahrscheinlich der erste Entwurf von seinem eigenen Haus war. Und deswegen kann er dieses Bild zum Erbstück machen. Wir können dieses Erbstück nun zum Beispiel auch als wertvoll einstufen. Und dabei ist es tatsächlich so, dass Sims, an die dieses Erbstück weitergegeben wird, es dann für mehr Simoleons verkaufen können, da es im Laufe der Zeit an Wert gewinnt. Also ja, das Ding ist wirklich wertvoll. Ein weiteres Erbstück könnte diese Lampe hier sein. Die hat er vielleicht noch aus seiner ersten Junggesellenbude. Ist also nicht ganz so wertvoll wie dieses Bild, aber auf jeden Fall ein Erbstück. Genauso wie vielleicht dieser Geschirrschrank hier. Auch nicht super wertvoll, aber hat für ihn halt eine große Bedeutung. Das letzte Erbstück wird dann diese Truhe hier auf dem Dachboden sein, die zwar irgendwie wertvoll aussieht, wo aber eigentlich gar nichts drin ist. Und nun können wir halt wieder auf das Testament zurückgreifen und bestimmen, wer denn welche Erbstücke bekommen soll. Der Teeschrank war vielleicht das erste gemeinsame Möbelstück, was er und seine Frau sich gekauft haben. Deswegen geht das auf jeden Fall an seine Frau. Dann haben wir noch die Mega-Stehlampe, wo Sarah schon immer gesagt hat, dass sie die irgendwie total cool findet. Die sogenannte bissige Truhe geht dann an seinen Sohn, weil er einfach merkt, dass der es irgendwie nur auf das Vermögen abgesehen hat. Deshalb will er ihm damit einen kleinen Streich spielen und sein wertvollstes Erbstück. Die Zeichnung nicht eines römischen Tempels, sondern seines Anwesens, die mit der Zeit ja sogar noch an Wert gewinnt, geht an seine geliebte Enkelin Emily. Doch nun, mitten in der Nacht, während er neben seiner geliebten Ehefrau schläft, ist es leider soweit und seine Seele verlässt seinen Körper. Seine Frau ist dadurch aufgewacht und ist ein klein wenig verwirrt, aber wird natürlich auch weinen. Und vor allem Emily wird schniefend weinen. Sarah versucht irgendwie eine stoische Miene zu behalten und Daniel, der brüllt vor Wut. Und so reagiert tatsächlich jetzt schon jeder komplett anders auf den Tod von Henry. Und damit beginnt jetzt auch letztendlich die Trauerreise. Ob nach einer Scheidung, dem Verlust des Jobs oder dem Tod eines geliebten Sim.
Trauer ist ein normaler, doch schwieriger Teil des Lebens, den jeder Sim einmal erlebt. Für Margaret fühlt es sich richtig an, trotz dieser Bürde positiv gestimmt zu sein. Sie fährt gut damit, sich zusammenzureißen und soziale Interaktionen und Aktivitäten mit selbstsicheren Emotionen auszuführen, auch wenn sich ab und an die traurigen Emotionen Bahnen brechen. Das sehen wir auch hier unten bei ihren Merkmalen. Hier steht es nochmal, sie reißt sich zusammen, sie versucht nicht, die Fassung zu verlieren, denn sie ist schließlich auch nicht mehr die Jüngste und weiß wahrscheinlich, bald werde ich wieder bei meinem geliebten Henry sein und bis dahin sind meine Kinder immerhin bei mir. Die anderen drei haben noch keine explizite Trauerform entwickelt, aber das kann alles noch passieren. Der Grabstein wurde jetzt auf jeden Fall schon mal genauso gewählt, wie Henry ihn wollte. Und was ich super, super cool finde, ist, dass man diesen, egal ob drin oder draußen, eben als Grabstein oder Urne verändern kann und dass es dafür halt eben super viele verschiedene Varianten gibt. Noch ist es mitten in der Nacht, aber wenn morgen früh die Post kommt, dann wird höchstwahrscheinlich auch das Testament dabei sein, welches wir dann einmal laut vorlesen müssen, um unser Erbe halt eben anzutreten. Bis dahin versuchen alle nochmal in ihre Betten zu gehen, auch wenn es ihnen natürlich schwerfällt, vor allem wahrscheinlich Emily, weil sie ihren Großvater eben so sehr geliebt hat. Aber irgendwo wussten sie ja alle auch, dass es bald passieren würde. Und damit ist es soweit, denn die heutige Post wurde zugestellt. Eigentlich natürlich ein trauriger Anlass, aber wir freuen uns natürlich, dass das Testament angekommen ist. Wir werden nochmal warten, bis unsere Familie wieder zu Hause ist, aber dann werden wir es einmal laut vorlesen und schauen, was die Familienmitglieder jeweils darüber sagen, dass Henry 40% des Vermögens für wohltätige Zwecke gespendet hat. Und tatsächlich ist Margaret jetzt ein klein wenig selbstsicher. Alles runterzuschlucken ist vielleicht nicht sonderlich gesund, aber Margaret hat so ein Gefühl, dass sie diese turbulente Phase durchstehen und gestärkt daraus hervorgehen kann. Und außerdem steht hier, halte durch, vor dem Morgengrauen ist die Nacht immer am dunkelsten. Also jetzt schon mal super interessant, dass es halt von der Trauer her komplett anders ist, als es halt eben vorher immer war. Nun sind aber letztendlich alle wieder zurück, was bedeutet, dass sich nun alle mal hier ins Wohnzimmer begeben werden, damit Margaret das Testament nun einmal laut vorlesen kann. Und ich bin mal sehr gespannt, wie die Familie hier jetzt genau reagieren wird. Na, sie zeigen eigentlich nur traurige Reaktionen, also nichts Besonderes. Hier können wir nochmal alles nachlesen, was Henry eben in seinem Testament festgehalten hat. Und, Sarah, geht's dir gut? Irgendwie hatte dieses Testament etwas Romantisches an sich. Sarah ist ganz kokett zumute. Also, ich weiß ja nicht. Daniel hat da schon mal plausiblere Gedanken, denn er ist ein wenig beschämt. Was für eine peinliche Testamentverlesung. Danach ist Daniel bereit, sich zu verkriechen. Also, wahrscheinlich hat er die Truhe schon geöffnet und gesehen, dass für ihn nichts drin war. Zum Schluss haben wir aber noch Emily und Emily hält das Testament für ein wenig albern. Beim Gedanken an diese Testamentsverlesung muss Emily immer noch lachen. Was für eine Art zu gehen. Also, sie fand den angespannten Spruch von ihrem Großvater mit den 60% wohl scheinbar ganz witzig und weiß genau, dass ihre Mutter und auch ihr Onkel sich wahrscheinlich ein wenig darüber streiten werden. Und er freut sich scheinbar ein wenig darüber, dass ihr Großvater auch in so alten Jahren noch für einen kleinen Spaß zu haben war. Auch Margaret hat aber natürlich Gefühle zum Testament und zwar ist sie ein wenig deprimiert. Nach dieser Testamentsverlesung fühlt sich Margaret ganz niedergeschlagen, wenn es doch nur anders gekommen wäre. Was jetzt natürlich noch ansteht, ist die Beerdigung und die können wir entweder hier direkt am Handy planen oder aber auch direkt am Grabstein. Denn hier steht es, Beerdigung planen und das werden wir jetzt direkt mal machen. Henry ist der verstorbene Sim, Margaret ist Gastgeberin und Gäste sind natürlich unsere Familie. Wir können aber tatsächlich noch weitere Trauergäste anheuern und vielleicht laden wir da einfach nochmal unsere Nachbarn ein. Ich weiß aber nicht, ob ich wirklich eine Kleidervorschrift auswählen soll, denn wir wissen ja, wie gut das bis jetzt immer bei meiner Hochzeitsgeschichten funktioniert hat. Wir versuchen es aber trotzdem mal mit Adretta-Kleidung und ich bin gespannt, wie die Leute zur Beerdigung erscheinen werden. Hier sehen wir auf jeden Fall direkt, welche Aspekte Henry in seinem Testament vermerkt hat, also was er auf seiner Beerdigung auf jeden Fall wollte und die Sachen werden wir natürlich auch auswählen. Wir können natürlich auch noch zusätzliche Sachen auswählen, machen aber mal nur das, was Henry auch wollte. Und dann geht es an die Location. Ich würde sagen, wir machen das Ganze auf dem Friedhof in der Kapelle und eigentlich wollte ich das Ganze noch für morgen planen, aber um ein Event vorab zu planen, müssen wir es über den Kalender erstellen. Also nochmal das Ganze. Hier gibt es nämlich tatsächlich auch einen extra Reiter für Beerdigungen. Und jetzt planen wir das Ganze letztendlich für 10 Uhr morgens. Das ist doch eine gute Zeit. So sieht das Ganze dann im Kalender aus, wenn es geplant ist. Bis dahin gibt es noch mein Abendessen für die ganze Familie. Oh no, und scheinbar kann Margaret doch nicht ganz so gut mit der Trauer umgehen, wie sie dachte. Denn die Trauer runterzuschlucken wirkt auf den ersten Blick zwar tapfer, doch Margaret merkt immer mehr, wie ihre Maske bröckelt und empfindet immer stärkeren Frust. Sims mit diesem Trauertyp durchleben oft traurige Emotionen und neigen zu düsteren Interaktionen. Solche Sims können ihre Trauer auf positive Weise verarbeiten, indem sie eine Trauerberatung besuchen, lesen, malen, ihre Logikfähigkeit verbessern, Wellness praktizieren oder Instrumente spielen. All diese Aktivitäten können die Stimmung heben und ihren Emotionen als Ventil dienen. Und die Arme weint sogar im Schlaf. Also ich glaube, Margaret muss nach der Beerdigung eindeutig
mal so eine Trauerberatung besuchen. Sie fühlt sich sogar im Bett gefangen. An manchen Tagen will man einfach nur im Bett bleiben. Damit beginnt aber letztendlich die Beerdigung und wir werden mal sofort hinreisen. Da sind wir also und wir schauen als erstes mal, welche Kleidung hier nun automatisch ausgewählt wurde. All das sind nämlich Outfit-Kombinationen, die ich ihnen nicht gegeben habe und ich muss sagen, bei Margaret, ja, es sieht schon ein bisschen wild zusammengewürfelt aus. Vor allem die Schuhe, die fallen da halt ein bisschen aus dem Raster. Aber ganz ehrlich, es geht irgendwie halbwegs in Ordnung. Auch das Outfit von ihr und von ihm dort hinten ist schon irgendwie in Ordnung. Ich würde es nicht adrett nennen, weil wir haben ja eigentlich adrett angeklickt, aber es ist immerhin größtenteils schwarz. Das Outfit von Sarah und Daniel ist auch irgendwie in Ordnung. Vor allem das von Daniel überrascht mich sehr, denn außer die Schuhe, die ein wenig aus dem Raster fallen, sieht es wirklich völlig in Ordnung aus. Ich schätze, nur Emily ist irgendwie nicht ganz so passend für eine Beerdigung gekleidet. Ich meine, ja, es ist schwarz und bestimmt auch irgendwo adrett, aber vielleicht ein klein bisschen freizügig. Aber naja, es soll natürlich weniger um die Klamotten hier gehen und mehr um die Beerdigung an sich. Deswegen werden wir als erstes natürlich auch mal die Fotos hier aktualisieren. Das hier ist für Henry. Das gleiche machen wir auch hier noch einmal. Und diesen Gedenkschrein an sich werden wir ihm natürlich auch widmen. Und dann wird Margaret die Gäste einmal herbeirufen und anfangen, eine wahrscheinlich eher betrübte Trauerrede zu halten. Es funktioniert tatsächlich, dass die Sims sich hier alle geordnet hinsetzen. Das ist ja auch eine Sache, die wir vom Hochzeitsgeschichtenpack ein bisschen anders kennen. Ich meine, wir haben hier zwar nicht genügend Stühle, aber die Sims, die stehen einfach im Hintergrund und setzen sich nicht in die Mitte auf den Boden. Also das nenne ich mal einen guten Fortschritt. Wenn Margaret mit der Trauerrede dann fertig ist, dann wird es natürlich auch einen Moment der Stille geben. Denn auch das hat Henry sich natürlich gewünscht. Aber was mir gerade ein bisschen Gänsehaut bereitet, ist einfach, dass Margaret während ihrer Trauerrede merkt, wie sehr Henry ihr fehlt. Durchzuhalten ist eine Sache. Jeden Tag in vollen Zügen zu leben, eine ganz andere. Und schaut mal, wie einfach alle bei diesem Moment der Stille mitmachen. Da werde ich ja selber ganz emotional. Ich glaube, insbesondere Emily wird auf jeden Fall nochmal weinen, während Daniel, der tatsächlich gerade ein wenig glücklich ist, vermutlich eher vorgeben wird, weh zu klagen. Ja. Das sieht eindeutig gespielt aus. Damit ist es aber, glaube ich, Zeit, nach draußen zu gehen und uns ein Grab auszusuchen. Ich finde diese Naturgräber hier eigentlich ganz schön. Theoretisch können wir dies auf Knopfdruck aber auch zu einem Stein ändern und wieder zurück. Oh, und jetzt ist es gepflegt auf einmal. Ah, okay, spannend. Das ist einfach nur eine Sache vom Baumodus. Hat also nichts mit der Grabpflege oder so zu tun. Man kann ja einfach alles auswählen, wie man will. Darauf werden wir jetzt auf jeden Fall mal diesen Grabstein ziehen. Und dann können wir das Ganze halt eben noch mit verschiedensten Sachen schmücken. Wie zum Beispiel mit so ein paar Räucherstäbchen, ein paar Blumen natürlich. Vielleicht wäre auch ein Bild noch ganz schön. Und vielleicht noch eine Keksdose, weil, wer weiß, vielleicht hat Henry einfach gerne Kekse gegessen. Dann ist es natürlich noch unsere Aufgabe, um den Verstorbenen zu trauern. Also werden wir allesamt das auf jeden Fall auch nochmal tun. Margaret wird natürlich noch einmal die Grabstelle pflegen. Das, finde ich, ist nämlich auch eine unfassbar schöne Animation. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist Essen servieren. Bei der Wahl unserer Location habe ich halt irgendwie nicht bedacht, dass es hier nicht möglich ist, Essen zu servieren. Also es gibt halt keine Küche oder so. Aber ich werde einfach mal kurz schummeln und eine klitzekleine Küche platzieren, damit Margaret mal ganz kurz ein paar Sandwiches servieren kann. Und tatsächlich hat das schon gereicht. Also wir müssen es nicht mal wirklich servieren. Also es reicht, wenn wir es kochen. Aber naja, was ich auf jeden Fall jetzt nicht verstehe, ist, warum wir nur Silber haben. Denn wir haben schließlich alles erfüllt, was es an dieser Beerdigung zu tun gab. Also die Frage ist halt, wie erreichen wir dann Gold? Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall finde ich persönlich, ist eine unfassbar schöne Sache, dass es jetzt halt möglich ist, Beerdigungen zu planen. Denn diejenigen, die mich schon ein bisschen länger verfolgen und vor allem auch vielleicht meine Disney Legacy Challenge schauen, die wissen, dass ich sehr, sehr stark an realistischem Gameplay hänge. Damit ist die Beerdigung dann aber auch offiziell zu Ende. Oh wow, und genau in dem Moment hat auch Emily die Niedergeschlagenheit erreicht. Und Daniel eben die Trauerform des Zusammenreißens. Aber genau das sind ja die beiden, die wir eben schon gesehen haben. Ich möchte auf jeden Fall nochmal mit Margaret eine Trauerberatung besuchen, einfach weil sie immer noch so niedergeschlagen ist. Margaret ist wieder zu Hause. Das Ganze war ein Rabbit Hole, aber wir haben ein Moodlet davon. Und zwar, es gibt viel zu verarbeiten. Margaret muss einiges überdenken. Trauerberatung kann ein guter Weg sein, um Gefühle zu verarbeiten, aber es wird sich zeigen, wie viel sie noch aushalten kann. Nachdem ich nun ein bisschen weitergespielt habe, hat sich Sarahs Trauer doch tatsächlich in Wut umgewandelt. Sims mit diesem Trauertyp hegen eine intensive Frustration und durchleben häufig wütende Emotionen, was zu Wutausbrüchen und gemeinen Interaktionen führt. Solche Sims können ihre Trauer auf positive Weise verarbeiten, indem sie eine Trauerberatung besuchen, ihren Frust beim Training im Fitnessstudio oder zu Hause abreagieren oder ihre Emotionen durch das Spielen eines Instruments kanalisieren. All diese Aktivitäten können ein gutes Ventil sein, um den angestauten Zorn loszuwerden.
loszuwerden. Margaret war eben nochmal bei ihrer Trauerberatung, aber empfindet es inzwischen als Zeitverschwendung. Als ob ein Sim, der das Leben von Margaret überanalysiert und mit Sprüchen aus Glückskeksen um sich wirft, all ihre Probleme lösen könnte. Was für ein Blödsinn. Ja. Auch nachdem ich jetzt nochmal eine halbe Stunde weitergespielt habe, habe ich den letzten Trauertyp der Leugnung leider nicht mehr entdecken können. Aber falls ihr dieses Video seht, nachdem das Pack schon draußen ist, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr den Trauertypen der Leugnung schon bei einem eurer Sims entdeckt habt. Und wenn euch allgemein mein Content gefällt und ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal.